Per E-Mail wurde die Bitte an mich herangetragen, mal ein Video über Clomiphen zu machen. Dieser Bitte bin ich gerne nachgekommen, denn Clomiphen ist mein absolutes Lieblingsmedikament in der Kinderwunschtherapie. Warum das so ist und was du davon hast, dazu mehr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Clomiphen ist ein ganz, ganz altes Schätzchen. Clomiphen gibt es schon seit 1960 und wird in der Kinderwunschtherapie auch schon fast so lange benutzt. Clomiphen hat einen ganz raffinierten Wirkungsmechanismus. Wenn du bei der Eizellreifung oder wenn die Eizellen reifen, wird Östrogen gebildet und die Hirnanhangsdrüse, die dieses Östrogen via Blutweg dann abbekommt, merkt, aha, da unten tut sich was, ich muss nichts machen. Das Östrogen unterbindet diesen Weg, das heißt, es besetzt die Rezeptoren an der Hirnanhangsdrüse und es kommt dort kein Östrogenreiz mehr an, sodass die Hirnanhangsdrüse denkt, da unten tut sich nichts, da muss ich mal ein bisschen FSH ausschütten. FSH ist das follikelstimulierende Hormon und auf diese Art und Weise werden Eizellen anstimuliert. Clomiphen nimmst du zwischen dem dritten und fünften Zyklustag für 5 Tage, entweder eine oder zwei Tabletten. Also das heißt, wenn du am dritten Tag anfängst, nimmst du es bis zum siebten Tag, am fünften Tag bis zum zehnten Tag. Der erste regelstarke Blutungstag ist der erste Zyklustag, von da aus wird einfach weitergezählt. So um den zehnten Zyklustag sollte dann eine Ultraschalluntersuchung stattfinden. Vorher müssen aber einige, bevor du es einnimmst, einige Voraussetzungen erfüllt sein. Der Impfstatus sollte komplett sein, es sollte eine Eileiterprüfung vorliegen und ein Spermiogramm. Außerdem solltest du die Inhaltsstoffe vertragen, keine größeren Zysten im Unterleib haben und natürlich auch keine Tumoren. Und schwanger solltest du natürlich auch nicht sein. Gerade mit dem Spermiogramm oder auch mit der Eileiterprüfung bin ich nicht immer ganz so streng, aber alles andere sollte schon gegeben sein. Ganz wichtig ist es auch, dass du um den 10. Zyklustag einen Ultraschall machen lässt. Oft reifen mehrere Eizellbläschen heran und manchmal sind es so viel, dass es für eine Schwangerschaft nicht gut wäre. Drillinge, Vierlinge, das hat natürlich auch ein erhöhtes Risiko davon ab, dass es kaum einer gerne haben möchte. Deshalb, wenn du dann eine Clomiphen-Therapie hast, ist ein Ultraschall um den 10. Zyklustag wichtig. Sind da die Eizellbläschen so zwischen 0,8 und 1 cm, sollte ein zweiter Ultraschall so um 5 bis 7 Tage später erfolgen. Bei Eizellbläschen, die so ungefähr 17-18 mm groß sind, kannst du dann schon mal liebevoll zum Kuscheln auffordern. Die Eizellen springen unter Clomiphen meist spontan, das heißt, du brauchst kein auslösendes Medikament, kannst du aber geben. Mit Clomiphen kannst du auch wunderbar eine Gelbkörperschwäche therapieren, denn hast du in der ersten Hälfte ein gutes Ei, hast in der zweiten Hälfte meist auch einen guten Gelbkörper. Sollte es denn doch nicht ausreichen, kannst du gerne auch nochmal Progesteron dazugeben in der zweiten Hälfte, 3 Tage nach dem Eisprung. Sehr gerne einsetzen tue ich das Clomiphen bei Patientinnen mit polyzystischen Ovarsyndrom, weil du da ja oft lange Perioden hast mit einem seltenen Eisprung. Das kannst du mit Clomiphen ein bisschen verkürzen, das heißt, du hast eine größere Chance, schwanger zu werden. Du hast bei 70 bis 80% der Patientinnen unter Clomiphen einen Eisprung. Und damit hast du eine Schwangerschaftsrate von 30 bis 40%. Manchmal gibt es gerade bei den Patientinnen mit den langen Zyklen eben auch mal die Situation, dass der Zyklus seit Monaten nicht eingetreten ist, aber wir gerne stimulieren würden. Dann ist es so, dass ich einen Ultraschall mache, mir die Gebärmutterschleimhaut anschaue und schaue, wie hoch die aufgebaut ist. Haben wir eine hoch aufgebaute Gebärmutterschleimhaut, würde ich erst nochmal eine Blutung auslösen, damit wir dann unter der Therapie eine frische neue Schleimhaut bekommen. Ist die Gebärmutterschleimhaut flach, dann fange ich einfach mit der Therapie an und setze mir so einen imaginären ersten Zyklustag. Also du siehst, auch das geht, auch da kannst du deinen Frauenarzt mal ansprechen. Ein paar entscheidende Nachteile für die Stimulation hat Clomiphen allerdings auch noch. Bei manchen Patientinnen wird die Schleimhaut nicht so gut aufgebaut, was die Einnistung erschweren kann. Hier ist es so, dass eine zusätzliche Östrogengabe nichts hilft, denn Östrogen ist genügend vorhanden. Auch kann der Schleim des Gebärmutterhalskanals mal so ein bisschen klumpig sein. Normalerweise sollte der ja um den Eisprung so richtig schön dünnflüssig und klar sein. Das kann Clomiphen manchmal verhindern und damit den Spermien den Aufstieg in die Gebärmutter erschweren.
Deshalb kombiniere ich eine Clomiphen-Gabe auch gerne mit einer Insemination, wo ich den Samen direkt in die Gebärmutter gebe. Wusstest du, dass Clomiphen auf der Anti-Doping-Liste steht? Clomiphen unterdrückt bei den Männern die negativen Nebenwirkungen der Dopingmittel und fördert die Testosteronproduktion. Deshalb steht Clomiphen auf der Anti-Doping-Liste. Es gibt eine Alternative zu Clomiphen, wenn du das nicht so gut verträgst oder sich die Gebärmutterschleimhaut nicht aufbaut. Das ist Letrozol. Letrozol ist ein Medikament, das in der Krebstherapie benutzt wird, besonders beim Brustkrebs, und die Hormonrezeptoren für Östrogene besetzt, damit die Krebszellen, die durch Östrogen wachsen, nicht wachsen können. Den gleichen Mechanismus haben wir dann an der Hypophyse. Auch da werden die Östrogenrezeptoren wieder besetzt. Es wird vermehrt FSH ausgeschüttet und dann kommt es zu einer Eizellreifung. Letrozol wirkt ein bisschen schwächer als Clomiphen. Das heißt, es dauert ein bisschen länger, bis du die reife Eizelle hast. Du hast weniger Eizellen, damit hast du auch ein geringeres Mehrlingsrisiko und oft ist die Schleimhaut besser aufgebaut. Es ist ein sogenannter Off-Label-Use, das heißt, das Medikament ist für diese Indikation nicht zugelassen. Aber man kann es trotzdem gut benutzen und die Fachgremien empfehlen es auch. Wenn du also schon länger Kinderwunsch hast, lohnt es sich darüber nachzudenken, eines dieser beiden Medikamente mal zu benutzen. Beide werden in Tablettenform gegeben, sind also unkompliziert in der Anwendung. Du solltest einen Ultraschall machen lassen und du hast eine relativ hohe Erfolgsrate. Also besprich's einfach mal mit deinem Frauenarzt, mit deiner Frauenärztin. Ich drücke dir die Daumen, dass du dein Wunschkind bald im Arm hältst. Alles Liebe, deine Heidi.